Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut bei mir. Ich bin Gerd DK und präsentiere heute Musikgeschichte. 40 Jahre, starte so rund um die 20er. Ist politisch brisant, musikalisch riskant, aber schau trotzdem rein. Vielleicht bist du ja auch Palla Palla. Baby, baby, bala, bala. My baby, baby, bala, bala. My baby, baby, bala, bala. Man nennt die 20er Jahre immer die goldenen Zeiten. Ich gehe mal ein bisschen ins Detail. 1918 war der Erste Weltkrieg zu Ende. Und was hinterließ er? Zerstörung, Armut, Hungersnot. Die Kriegsveteranen, zum Teil fehlten ihnen Gliedmaßen, die konnten nur betteln. In ruhigen Zeiten machten sich politische Streber zu ihrer eigenen Sache. Putsche, politischer Mord und Verfolgung waren an der Tagesordnung. Die 20er starten also erstmal mit einer großen Depression nach dem Krieg. Ab 24 wurde es dann langsam besser. Dank internationaler Kredite kam Deutschland langsam auf die Beine. Und es wurde wieder Arbeit geschaffen. Zum Beispiel das Radio wurde erfunden. An bewegten Bildern wurde bereits gearbeitet. Erst in den 50ern wurde das Fernsehen massentauglich. Und auch die musikalische, kulturelle Entwicklung nahm enorme Fortschritte. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika de Lenz ist da. Denn Liebe Sünde sein, darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück, kann es wirklich Sünde sein. Gott sei Dank gab es Künstler wie die Comedian Harmonies oder Sarah Leander. Sie halfen, den musikalischen Geschmack der Gesellschaft zu beeinflussen. Militär, Polizei, Feuerwehr und auch die Lokführer hatten hohes Ansehen in der Gesellschaft. Und entsprechend war das musikalische Abbild zu sehen. Marschmusik. Operette, dieses übersteigerte, dieser Singsang im klassischen Rahmen. Und Lieder, die überliefert waren mit Erinnerungen an Begebenheiten in musikalischer Form. Die Comedian Harmonies, Sarah Leander, Bertolt Brecht, das waren Hochbegabte. Aber durch die Radikalisierung des Alltags brutale kriminelle Kräfte schafften es die Nazis, sich an die Spitze der Nation zu setzen. Und 1933 waren sie an der Macht. Unsere Künstler verließen das Land. Sie waren nicht mehr sicher. Rufmord. So fing's an. Aber sie waren auch mit ihrem Leben bedroht und sahen lieber von außen aufs Land. Damit erleidet Deutschland einen kulturellen Niedergang, von dem es sich nicht mehr erholt. Der Holocaust der Nazis war beispiellos mit seiner Vernichtungsgewalt gegen jüdische Bürger. Der Fanatismus, der in Deutschland herrschte, trieb bereits nach ein paar 20 Jahren Deutschland und die Welt in einen weiteren Weltkrieg. Gott sei Dank gelang es der Allianz, Nazi-Deutschland zu besiegen und 1945 den Krieg zu beenden. Deutschland wurde durch die Siegermächte in vier Zonen aufgeteilt. In Amerika gab es Hoffnung, Bewegung, die die Jugend auf Trab brachte, mit Identifikationsfiguren wie Marlon Brando oder James Dean. Elvis Presley brachten die Jungen auf Trab. Endlich abfeiern, endlich Identifikation, endlich Verständnis für den Glauben an die Jugend. Und nur wer Vergnügen hat, kann auch arbeiten.
und der Sputnik flog ins All. Duane Eddy sang Tequila und die Kneipe war ein Skandal. So fing alles einmal an im Jahr to the Fruity Babylon. Die Hoffnung in Deutschland hieß AFN. Peter Kraus, ein Plagiat von Elvis Presley, brachte den Rock'n'Roll nach Deutschland mit deutschen Texten. Und das fand durchaus Anklang. Ich war inzwischen auch da und mischte mit. Ich konnte in den frühen Jahren über eine freie Kindheit sprechen. Meine Eltern waren selbstständig, hatten keine Zeit. Sie waren damit beschäftigt, das Wirtschaftswunder mitzuschaffen. Wir waren selbstständig und arbeiteten viel. Aber mit dem Beginn der Schule kam auch mehr Strenge in mein Leben. Und ich musste eine harte Anpassungskur mitmachen. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Und McKeister. Wir hatten zu Hause keinen Fernseher, aber wir hatten ein Radio. Und da kriegte man ganz schön viel mit. Jeden Abend geht die Mimi in die Haia um 9:30. Aber niemals ohne vorher an den Bücherschrank zu gehen. Kein Goethe, keinen Schiff. Wenn einer kommt und sagt dir heute, er hätte für dich immer Zeit, sag no zu ihm. Und kommt einmal ein reicher Boy und er verspricht dir allerlei, sag no zu ihm. Ich war inzwischen so 10, 11 und las viel, Karl May. Ich hörte aber auch gern Radio und irgendwann mal hörte ich einen Sound, der mich total ansprang. Der mich veränderte. Alles ist nun vorbei. Müssen Männer denn so sein? Du küsst mich und vergisst mich und bist frei, frei. Um an den Sound ranzukommen, den zu hören, musste man ganz schön viel wegstecken. Du schöner fremde Mann, du bist lieb zu mir, ein schöner fremde Mann. Wenn ich träum von dir, doch am Tag gehst du mit einer. Ich liebe zwei Mädchen aus Germany, Gisela, Monika. Zwei Mädchen aus Germany, oh so süß sind. Die Beatles bestand aus nachhaltigen Jungs. Die hatten wirklich Potenzial und zogen so einige nach sich. Und die Bands schossen wie Pilze aus dem Boden. Und auch in der deutschen Hitparade gab es den einen oder anderen, der es schaffte. Casey Jones and the Governess waren eine der ersten. Und die musste man aber noch suchen in der Hitparade. Mit den Jahren wird man erfahren, dass manche der Träume zerreißen. Doch wenn man jung ist, so herrlich jung ist, wer denkt, ja, wer denkt schon daran? Inzwischen war unser Land von der Duldung zur Anerkennung gekommen. Und durch das Wirtschaftswunder warben wir im Ausland Arbeitskräfte an. Und das führte auch dazu, dass unsere Leute Urlaub im Ausland machen. Bevorzugt Italien. Und geh mich aber spät nach Haus. Mach dir die nicht ein Drama daraus. Das wäre halb so schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino, Tino, Tino mich küsst. Heiße Sand und ein Das musikalische Programm im Radio war unterwandert von Schlagermusik. Für uns
die neue Generation war Beatmusik kaum zu finden. Man musste schon durch den Dickicht der Schlagermusik hindurch. Es gab nur einen Ausweg, einen Schallplattenspieler. Es hatte sich herausgestellt, dass die junge Generation gerne Geld für Musik ausgab, sich Singles kauften, manchmal auch eine Schallplatte. Um das abzuschöpfen, haben die Amerikaner ihre Soulstars in Deutsch singen lassen. Die mussten Zungenakrobatik betreiben, um Lieder zu singen. Die Temptations, Mine Girl oder Marvin Gaye, Diane Warwick oder die Supremes gingen ins Studio und sangen in Deutsch. Ich höre Musik, weil ich weiß, heute kommt mein Girl, mein Girl, mein Girl, mein Girl, heute kommt mein Girl. Gay Boba, gay, oh gay Boba. Niemals kann er so wie der Mel sein. Baby, 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 komm wieder. Oh, baby, komm. Verlass mich nie. Sieh bei ein. Internationale Stars war also der deutsche Markt sehr interessant. Die angloamerikanische Kultur stürzte sich auf unsere Jugendlichen mit ihren Singles. Und die fanden das klasse. Du darfst nie mehr gehen. Das darf nie geschehen. Gib mir dein Wort. Wort. My little baby. Baby. Gib mir dein Wort. Wort. My little baby. Ich warte seit 3 Wochen schon auf einen Gruß von ihr. Wir waren ja so glücklich, doch Mama war nicht dafür. Sie zogen in die andere Stadt, doch ich... Es ist also naheliegend, dass englische Songs nach Deutschland gebracht werden. Und um es zu verkaufen, auch mit dem deutschen Text zu versehen. Es gab auch andere, die haben einen Blick auf den englischen Markt gehabt. Und haben dann ihren deutschen Text ins Englische übersetzt. Down, down. Marble breaks and iron bends, but our love will never end. After all is said and done. Internationale Erfolge erzielten die Franzosen. Da waren sie uns voraus. France Gall gewann den Grand Prix de la Chanson en Revision oder so. Und Michel Polnareff hatte weltweit Erfolg. Und die sangen auch in Deutsch. Dann wollten sie ihr Fans um sich gruppieren. Und das schafften sie mit großem Erfolg. France Gall war über Jahre. Das war eine schöne Party, Darlin und die Bambo. Darlin, ja, über uns beiden hing ein rosa-roter Lampion. Da war ja Sonne, Wind und Meer, die weißen Wolken und die Möwen um uns her, die fernen Inseln immer grün und menschenleer, das sind für uns. Die Beatmusik war inzwischen so stark vertreten, dass sie bis in die Hitparaden durchschlug. Die Lords schafften 11 und die Rattles 20. Each day. Poor boy, you must know. Ein findiger Produzent in Deutschland bedauerte es, am angloamerikanischen Sound zu hängen.
nichts Eigenständiges zu haben. Und suchte und fand, klein, aber fein, Sozialkritik, Liedermacher, Chansons oder gar politische Lieder. My mama rocked me in the cradle, in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just a mile from a Texicana, in them old cotton. Da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel ich mit den Schmuddelgehen, dann sing ich dir ein Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brühe. Meine Lieder sing ich dir von Liebe und von Ewigkeit. Und zum Dank teilst du mit mir meine Mittel. Wir sind so in 65 angekommen. Die Hitparade wird immer mehr von Beatmusik bevölkert. Sonny and Cher, Simon and Garfunkel aus USA, England, eine ganze Schwemme an Bands. Die Small Faces, die Stones waren mit Satisfaction im Herbst 65 schon top in der Hitparade. Die Beatles sowieso. Die Schlagerheroen, die kümmerten sich langsam um mehr Musikalität und auch um kritisches Bewusstsein. Harmonie und Recht und Klarheit, Sympathie und Licht und Wahrheit. Niemand wird die Freiheit nehmen, niemand mehr den Geist umnehmen. Mystik wird. Wie gesagt, mehr Musikalität bei den Schlagerstars. Ich hätte es Karel Gott nicht zugetraut, so einen Song wie Painted Black so klasse zu interpretieren. Und die kritischen Töne von Lieb Vaterland magst ruhig sein, gaben einen Hoffnung für ein breites Spektrum an Akzeptanz für junge kritische Geister. Die rote Tür, ich streiche sie ab heute schwarz. Denn alles, was so rosarot war, ist jetzt schwarz. Oh, sag mir doch! So viel bist du noch schuldig uns geblieben. Den Platz am Licht, den allen du verhießen. Den dürfen Auserwählte nur genießen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ein paar Erinnerungen sind hochgekommen und die Melodien an euch auch bekannt. Natürlich hat man einen anderen Blickwinkel nach so vielen Jahren auf diese Songs. Ich geb's zu. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wenn's ins Musikalische geht, wenn die Stimmung gut ist, dann kommen doch die Songs wieder hoch und kann sie durchaus mit Freude mitsingen. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, finde ich das sehr bemerkenswert. Wir sehen uns wieder beim Rock. Krautrock. Bye bye. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Komm, sing uns mal ein schönes Lied. Eines, wo man sich so richtig gut nachfühlt.